Hallo und herzlich willkommen zur 30-Minuten-WG von Stern und Penguin Random House hier auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Felice Gritti, ich arbeite als Journalist für den Stern und für Stern Crime. Und ich darf Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier auf der Messe und zu Hause im Livestream ganz herzlich begrüßen. Genauso herzlich möchte ich im Namen von Stern und Penguin Random House meine Gesprächspartnerin begrüßen, die Gerichtsreporterin und Kriminalautorin Christine Brandt. Frau Brandt, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Frau Brandt, Sie haben ein neues Buch vorgelegt, Wahre Verbrechen. Es ist Ende September erschienen bei Blanc Vallée. Darin erzählen Sie sehr einfühlsam, wie ich finde, von 6 wahren Kriminalfällen. Bevor wir dazu kommen, ein Wort zu Ihrer WG-Erfahrung. Wir sitzen hier auf der 30-Minuten-WG, in der 30-Minuten-WG. Und ich habe gehört, dass das für Sie kein ganz unbekanntes Setting ist. Ich habe tatsächlich eine große WG-Erfahrung, auch wenn ich relativ spät damit begonnen habe, in einer WG zu leben. Aber ich lebe heute in einer WG, wenn ich in Zürich bin, in einem kleinen Zimmer, wo der Rest meiner Habseligkeiten noch Platz finden. Und die Hälfte des Jahres lebe ich aber auf Sansibar in Afrika, auch in einer Art WG, im Haus mitten in Stone Town einer afrikanischen Familie. Und dort ganz zu oberst in der rechten Ecke ist mein blaues Zimmer mit Fenstern, die keine Scheiben haben, weil es auf Sansibar immer warm ist. Bleibt es sich in der Sonne besser über den Tod als in der schweizerischen Kälte? Es schreibt sich in der Sonne viel besser als in der schweizerischen Kälte. Und bei meinen fiktiven Romanen ist es tatsächlich so, seit ich die in Afrika schreibe, ist in meinen Büchern immer Winter, weil ich dann immer eine kleine Schadenfreude habe, dass meine Personen in den Büchern sich etwas abfrieren in der kalten Schweiz und währenddem ich am Strand in der Sonne sitze. Sie haben vor einigen Jahren, so habe ich es gelesen, einen Großteil Ihres Besitzes verkauft, Ihren Job hier aufgegeben und sind dann nach Afrika ausgewandert, ja? Genau, ich war sehr lange Zeit Journalistin, am Schluss bei der NZZ am Sonntag. Und dann habe ich das Vertragsangebot von Blanc Vallée erhalten für Blind, für meinen Kriminalroman, der erste, der hier erschienen ist. Und ich habe das als Chance gesehen. Ich brauchte 2-3 Tage, bis ich realisiert habe, wie groß die Chance ist. Ich habe dann gemerkt, wenn ich meine Lebenshaltungskosten senke, dann kann ich vom Schreiben leben. Nicht nur in Zürich, weil Zürich ist sehr teuer. Und dann habe ich die Wohnung, zuerst den Job gekündigt als Journalistin, dann habe ich die Wohnung aufgegeben und sicher 3/4 oder etwas mehr des Besitzes weggegeben. Allerdings fast alles verschenkt, weil verkaufen ist etwas schwierig, wenn man so viele Sachen loswerden will. Und dann bin ich nach Afrika geflogen. Und seither bin ich eine schreibende Nomadin und habe dadurch, auch durch das Loswerden von Besitz und Ballast, habe ich wahnsinnig viel Freiheit gewonnen. Und Sie sind eine recht produktive Autorin, haben jetzt schon einige Kriminalromane veröffentlicht und nun eben Wahre Verbrechen, wie der Titel sagt, Verbrechen, die sich tatsächlich ereignet haben. Damit das Publikum sich so ein bisschen vorstellen kann, worum es geht und um was, worüber wir uns hier unterhalten, will ich nur einmal kurz anschneiden, worum es in diesen 6 Geschichten geht. Sie erzählen darin von einer 4-köpfigen Familie, die ausgelöscht wird, von einem Krankenpfleger, der vielen, vielen Menschen den Tod bringt, von einem unscheinbaren Ehepaar, das zu Mördern wird, von einem reichen jungen Mann, der im Drogenrausch einen Freund totschlägt, von einer Frau, die vor ihrer eigenen Haustür erschossen wird und von einem Musiklehrer, der seine Schülerinnen und Schüler mit HIV infiziert. Das klingt alles ziemlich schwer und fürchterlich. Leiden Sie manchmal eigentlich selbst unter Ihren Recherchen oder an Ihren Recherchen, an dieser Art von Arbeit? Nein, ich leide nicht darunter. Es ist so, es ist schwer, es ist schrecklich. Es sind wirklich schreckliche Geschichten, die sich ja tatsächlich ereignen haben. Dadurch werden sie noch schwerer, als wenn man Verbrechen erfindet als Kriminalautorin. Und ich leide aber nicht darunter. Ich habe nie darunter gelitten. Ich habe das viele Jahre gemacht als Gerichtsreporterin. Ich saß in den Gerichtssälen, ich habe die Täter gesehen, ich habe die Opfer gesehen oder die Angehörigen der Opfer, wenn die Opfer nicht überlebt haben. Und für mich war das eher faszinierend, das hat mich nicht heruntergezogen. Allerdings muss ich auch sagen, ich war als Journalistin dort. Und wenn ich im Gerichtssaal saß mit dem Schreibblock vor mir oder dem Laptop vor mir, dann war das wie ein Schutzwall, der dafür gesorgt hat, dass mir das nicht allzu nahe kommt.
Aber es lässt einem natürlich trotzdem nicht unberührt. Aber mich hat es viel eher dankbar gemacht, weil ich so froh bin, zufrieden und eben dankbar, dass ich nur als Journalistin im Gerichtssaal sitze und nicht als Opfer, nicht als Täterin, dass ich ein Leben führen kann, das mich nicht in das Gericht geführt hat. Was reizt Sie denn an diesen Geschichten und an dieser Materie? Diese ganze Situation im Gericht und auch die Recherchen zu den Fällen. Also man kann sich vorstellen, das Gerichtszimmer oder das Gerichtssaal, das ist wie ein eigenes Universum. Und mich hat immer fasziniert, dass in diesem Moment, in dem das Verfahren stattfindet, der Prozess, in diesem Moment prallen in diesem Zimmer ganz viele unterschiedliche Lebenswege aufeinander. Und zwar, weil verschiedene Geschichten diese Lebenswege an diesem Punkt zusammengeführt haben. Und das hat immer mein Interesse geweckt. Was ist passiert in diesen Leben, dass die jetzt an diesem Tag, an diesem Punkt aufeinander prallen? Und gleichzeitig sind das alles Menschen im Gericht in Ausnahmesituationen, die etwas Schreckliches erlebt haben oder etwas Schreckliches getan haben. Und dann ist es ja die Aufgabe des Gerichts, diese Welt, die aus den Fugen geraten ist, wieder einigermaßen herzustellen, wieder ein Gleichgewicht zu schaffen, Recht zu sprechen. Und diese ganze Konstellation hat etwas Surreales, ist aber gleichzeitig Realität. Und mich hat das immer wahnsinnig fasziniert. Und es war immer und ist es bis heute auch eine große journalistische Herausforderung, die Geschichten zu erzählen, die dahinter stehen und auch aufzuzeigen, es ist nie immer nur schwarz-weiß. Es ist nicht gut und böse. Es gibt sehr viele Grautöne. Ihre Mutter hat mal über eine Leichenobduktion gesagt, die Sie in einem Ihrer Kriminalromane geschildert haben. So nicht mein Kind. Sie fand die Beschreibung, glaube ich, etwas eklig. Was hat Ihre Mutter zu Ihrem aktuellen Buch gesagt? Sie hat sich noch nicht dazu geäußert. Ja, das ist wirklich so. Meine Mutter ist bei den fiktiven Kriminalromanen eine der Erstleserinnen. Da ist immer so eine ich fühlen, wie das Buch ankommt. Und da hat sie mir, da war eine Szene beschrieben im Obduktionssaal mit meiner Rechtsmedizinerin Irena Jund. Und meine Mutter hat mir dann wirklich geschrieben, so nicht mein Kind. Sie müsse alle Seiten zukleben, wenn sie das Buch ihren Freundinnen empfehlen wolle, weil sie sich sonst geniere, dass ich so schreckliche Sachen schreibe. Dann habe ich all die Szenen, die ein bisschen blutig waren, habe ich dann rausgestrichen, weil man soll ja tun, was die Mutter sagt. Dann hat aber eine zweite Erstleserin gesagt, die Szenen aus der Rechtsmedizin, die sind super gut. Dann habe ich sie alle wieder reingeschrieben. Beim Schreiben über wahre Verbrechen verbietet es sich ja vermutlich, allzu blutig zu werden. Wie schwierig ist dieser Schreibprozess für Sie und die Erörterung all dieser Fragen, was jetzt noch geht, was nicht geht, wo fängt man an, vielleicht ein schlimmes Schicksal zu instrumentalisieren für die eigenen erzählerischen Zwecke, was verbietet sich aus Gründen der Pietät, all diese Fragen, wie sehr ringen Sie damit? Das ist immer eine Gratwanderung. Ich denke, es war für mich während meiner journalistischen Karriere ein großer Vorteil, dass ich für sogenannte, das klingt jetzt etwas blöd, aber für sogenannte seriöse Blätter geschrieben habe, für die NZZ am Sonntag, für Der Bund in Bern und nicht für das Boulevardblatt, das viel, viel weiter geht bei der Gerichtsberichterstattung. Für mich war es immer ein Abwägen und es ist so, dass man sich überlegen muss, wie weit erfülle ich jetzt den Auftrag, die Öffentlichkeit zu informieren über das Verfahren, über das Gericht und ab wann ist das nur noch das Stillen der Sensationslust. Und man kann vielleicht den ersten Fall in diesem Buch als Beispiel nehmen, das ist ein Mord an einer Familie und gleichzeitig kam es vor dem Tötungsdelikt, kam es zu Missbrauch am jüngsten Sohn, zu einem sexuellen Missbrauch und die Anklageschrift, das war wirklich ganz schrecklich, die zu lesen, weil die Staatsanwältin, die muss ja jedes Detail schildern, wenn es darum geht, die Anklage zu erheben. Und da hat sich das Gericht an uns Journalisten gewandt und hat gesagt, bitte lassen Sie die Details aus, die Hinterbliebenen, die leiden schon genug und wenn sie noch einmal mit der detaillierten Schilderung konfrontiert werden, ist das super brutal. Und ich denke, dass dort auch ein Konsens geherrscht hat zwischen den Journalisten, dass wir das nicht bringen. Es reicht, wenn man schreibt, es fand ein sexueller Missbrauch statt. Man kann vielleicht auch noch schreiben, er hat das dokumentiert, weil das zeigt, warum man das weiß. Aber was er genau getan hat, das gehört nicht an die Öffentlichkeit.
In Ihrem Buch schreiben Sie in dem Text über diesen Fall, dass Sie beim Schreiben die Bilder, die Fotos der vier Mordopfer stets auf Ihrem Schreibtisch liegen hatten. Birgt Ihre Arbeit die Gefahr, die Opfer aus dem Blick zu verlieren? Die ganze Strafjustiz ist eigentlich darauf ausgelegt, dass der Täter im Fokus liegt. Es geht nur um den Täter, es geht um seine Schuld, es geht um seine Strafe, es geht darum, wie kann man ihn therapieren. Aber die Opfer, die gehen ein bisschen vergessen. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich als Journalistin über diese Fälle schreibe, dann habe ich eben diesen professionellen Schutzwall. Aber ich will ja trotzdem nicht vergessen, um wen das es geht. Und darum habe ich Bilder der Opfer bei mir, damit ich die auch wieder ansehen kann. Und es geht mir dann zwar näher, aber ich denke, dass ich da auch menschlicher dabei bleibe. Ich will nicht kühl werden, ich will nicht, abgehärtet werden, sondern ich will ja auch, dass es mir nahe geht, weil das wäre sonst nicht gut. Und gelingt Ihnen das tatsächlich immer? Haben Sie gar keine Erscheinung von Abgeklärtheit, Routine? Also ich meine, Sie haben fast 3 Jahrzehnte als Gerichtsreporterin gearbeitet, waren in hunderten Prozessen, nehme ich an, und haben wirklich die größten und schlimmsten Kriminalfälle aus der Nähe sich angeschaut. Nein, ja, ich weiß nicht, das müsste jetzt vielleicht jemand Außenstehendes beurteilen. Ich denke, es gibt Menschen, die haben größere Schwierigkeiten mit solchen Konfrontationen mit Schicksalen umzugehen und Menschen, die können das handhaben. Ich war immer ein Mensch, der sehr offen auf alle Menschen zugegangen ist. Seien das trauernde Menschen, seien das Täter, seien das Menschen aus Randschichten. Für mich sind alle Menschen gleich und das ist irgendwie in meinem Grundcharakter drin. Und ich weiß auch seit früh her, dass das Schicksal manchmal brutal zuschlagen kann. Also ich denke schon, dass ich einfach nicht so leicht zu erschüttern bin. Und das ist vielleicht eher eine Charaktereigenschaft, charakterlich vorausgesetzt. Und ich denke nicht, dass ich mich verändert habe wegen dieser Arbeit. Diese 6 Fälle, die Sie erzählen in Ihrem Buch, das sind alles Fälle, über die Sie auch schon berichtet haben für Zeitungen oder fürs Fernsehen. Und ich habe mich gefragt, warum haben Sie sich dazu entschieden, die jetzt nochmal ausführlicher zu erzählen in Form eines Buches? Was konnten Sie vielleicht in der Zeitung nicht sagen, was Sie jetzt im Buch sagen können? Ausführlich ist genau das richtige Stichwort. Bei der Zeitung, da war immer ein gewisser Zeitdruck auch, also das musste am nächsten Wochenende oder am nächsten Tag in der Zeitung stehen und das war halt beschränkt. Also Sie müssen sich vorstellen, da gab es Prozesse, da saß ich 5 Tage lang hintereinander oder 14 Tage lang hintereinander in diesem Gerichtssaal drin und habe die ganzen Tage lang Notizen gemacht. Es gibt Gerichtsfälle, da habe ich solche Stapel Notizblöcke gefüllt. Und dann muss ich das auf 4 Zeitungsseiten packen, wenn ich Glück habe. Oft gab es nur 2 Zeitungsseiten. Und da kann so viel nicht gesagt werden, dass man gerne noch sagen würde. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, im Buch diese Fälle auf 50 Seiten zu erzählen. Eben zum Teil auch jetzt die Opfer oder die Hinterbliebenen zu Wort kommen zu lassen, auch ihnen eine Stimme zu geben. Und das ist im Journalismus mit dem beschränkten Platz und dem Zeitdruck schlicht nicht möglich. Und wie haben Sie die Auswahl getroffen aus dieser Fülle an Gerichtsverfahren, die Sie begleitet haben in Ihrer Karriere? Warum ausgerechnet diese 6? Es sind 6 Fälle, die mich sehr intensiv beschäftigt haben. Das waren große Prozesse, große Fälle, zum Teil eben auch sehr unerklärliche, unverständliche Fälle. Und sie haben alle etwas gemein. Es sind in jedem Fall sind es Täter, denen man das nicht zugetraut hätte. Es ist eine Täterin, die anderen Täter sind männlich, aber das sind Leute wie eben der Fußballtrainer und Nachbar aus dem Dorf, das Ehepaar mit den 2 kleinen Kindern und dem Hund, das immer so freundlich grüßt, der Pfleger, der Musiklehrer. Das sind wirklich Leute aus dem alltäglichen Leben und darum hat es auch den Untertitel, das Böse ist wirklich näher als man denkt. Und ich denke, das ist umso erschreckender. Man kann eben nicht sagen, es war ein Monster, es war ein böses Biest, der diese Taten begangen hat. Es sind immer Menschen und erschreckend oft sind es Menschen wie Sie und ich. Welcher dieser Fälle bewegt Sie heute noch und warum?
Es ist schon der erste Fall der Vierfachmord von Rupperswil, der mich am meisten beschäftigt. Und ich denke, es ist vor allem wegen der Opfer, weil die Opfer wirklich, das könnte ich sein. Die sind so, das hätte uns allen passieren können. Und es war so eine, die sind auch die Bilder, die ich eben während des Schreibens neben mir hatte. Es ist eine Familie, wo man es nicht fassen kann, warum ihnen das zustoßen musste. Sie schreiben als Gerichtsreporterin Geschichten über Vorkommnisse, die eigentlich die allerschlimmsten sind, die die Betroffenen in ihrem Leben erlebt haben. Wie gehen Sie mit dieser ja doch recht großen Verantwortung um und empfinden Sie das auch als Bürde? Sie sprechen die Hinterbliebenen der Opfer an. Ja, genau. Ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich erlebe die Hinterbliebenen der Opfer auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt Angehörige, die höchst traumatisiert sind, wo man einfach weiß, da suche ich gar keinen Kontakt. Also oft hat man ja über die Anwälte Kontakt mit den Hinterbliebenen. Und das muss man respektieren, wenn jemand nicht reden will. Und dann gibt es auch andere. Ich habe heute gerade kommuniziert mit der Mutter des Mordopfers des letzten Falls. Und sie war wahnsinnig froh, dass ich mit ihr das Gespräch gesucht habe, weil sie eben auch sagt, wir Opfer werden nie angehört, wir werden allein gelassen, wir möchten. Und sie kämpft noch immer um Gerechtigkeit für ihren Sohn. Und dann ist es eben auch schön, wenn man denen auch eine Plattform bieten kann. Aber es ist eine Gratwanderung, weil sie halt, wenn sie jetzt in einem Buch noch einmal erscheint oder bei einem Jahrestag, wenn die Zeitungen wieder berichten, dann spült das halt das alles noch einmal hoch. Wie viel dramaturgische Raffinesse und Spannung erlauben Sie sich beim Schreiben über wahre Verbrechen? Ich meine, Sie sind ja geschult darin vom Krimi-Schreiben, so. Aber wie viel dieser erzählerischen Techniken finden Sie legitim zu übertragen auf diese Materie? Also ich finde, die Geschichte muss schon spannend geschrieben sein. Ich will ja auch, dass die Geschichte gelesen wird. Also wenn ich jetzt das im juristischen Fachjargon schildern würde, ich habe zwar in einer Geschichte habe ich größere Ausschnitte der Anklageschrift in den Text eingebaut, eigentlich auch, um aufzuzeigen, wie technisch abgeklärt das im juristischen Fachdeutsch klingt. Also dann hat man manchmal wirklich das Gefühl, man liest eine Bedienungsanleitung eines technischen Geräts, wenn sich ein Staatsanwalt ein Verbrechen schildert. Und meine Aufgabe ist es, das zu übersetzen. Und mein Anspruch ist es, die Geschichte so zu schreiben, dass sie ja gelesen wird. Wenn der Leser aussteigt nach zwei Seiten, weil er es langweilig findet, dann bringt das ja nichts, dann muss man es gar nicht schreiben. Aber die Grenze ist ganz klar dort. Es muss alles wahr sein. Und wenn ich jetzt beginne, etwas auszuschmücken, das nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht, dort, das ist ein No-Go, das liegt nicht drin. Und es gibt Journalisten, das wissen wir alle, die das machen, und das würde ich mir nie gestatten. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn als Gerichtsreporterin, ob Sie über einen Fall berichten oder nicht? Gibt es für Sie so etwas wie eine gute Geschichte oder ist auch das schon eher etwas Vokabular, was man vielleicht in diesem Zusammenhang nicht unbedingt benutzt doch, als Gerichtsreporterin? Doch, natürlich. Es gibt halt, ich würde sagen, interessantere Fälle und weniger interessante Fälle. Aber es kommt erstens auf das Medium an. Also für die Tageszeitung, dann sind es halt die Fälle aus dem Erscheinungsgebiet. Aber ich habe auch wahnsinnig tolle Geschichten schreiben können über Heiratsschwindler zum Beispiel, die ohne Anwalt gekommen sind und den Richter zu Weißglut gebracht haben. Oder ein sehr interessanter Fall war auch ein Fall, da wurde ein Hund von einem Auto angefahren und das war ein großer Gerichtsfall dann draus geworden, wer jetzt da schuld ist. Also auch die kleinen Fälle können durchaus interessant sein. Und jetzt steht dann in der Schweiz gleich ein Prozess an. Dort ist der Täter, der eine Frau umgebracht hat, vor 19 Jahren hat er eine Frau umgebracht, wenn ich mich richtig erinnere, und er ist 78-jährig. Also dann es gibt dann so Konstellationen, wo ich denke, da möchte ich genauer hinschauen, wie kommt das, dass ein Mann in diesem Alter ist dann erwischt worden, weil er vor wenigen Jahren, da war er schon über 70, einen Raubüberfall begangen hat. Und dann denke ich, was ist das für ein Mann, was steht dahinter für eine Geschichte? Und das ist das, was mich dann reizt und das sind die Gründe, wie ich da auswähle. Haben Sie sich schon mal dazu entschlossen, eine Recherche nicht zu
veröffentlichen. Ja, es gab mal einen Fall und ich denke wirklich im Nachhinein, denke ich, das war mein bester journalistischer Entscheid, eine Geschichte nicht zu machen. Das war ein Mann, der hat dazu mal, als er mich angeschrieben hat, hatte er 21 Frauen vergewaltigt. Und zwar hatte er sie mit K.O.-Tropfen betäubt und dann hat er sich an ihnen vergangen. Als er mich angeschrieben hat, war er im Gefängnis und zwar schon seit vielen Jahren. Er war zwar zwischendurch mal auf der Flucht, aber sie haben ihn wieder erwischt. Und er hatte zwei psychiatrische Gutachten, die ihm attestierten, dass er jetzt, weil er schon viel älter ist, nicht mehr gefährlich ist. Und die Geschichte wäre interessant gewesen, weil diese weißen Richter, die forensischen Psychiater, wie viel Macht haben sie im Gericht? Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Und ich habe den dann im Gefängnis besucht und mit ihm gesprochen und die Gutachten gelesen. Und ich habe dann aber gemerkt, ich kann diese Geschichte nicht schreiben, wenn ich nicht mit diesen Opfern spreche. Und ich konnte, und er hat auch schon dieses psychiatrische Sprache verwendet, und ich habe gemerkt, ich kann sie nicht schreiben. Ich habe einfach gemerkt, es funktioniert nicht, ich traue ihm nicht, ich vertraue ihm nicht, ich müsste mit all den Frauen sprechen und ich habe das einfach nicht getan. Später hat die Geschichte ein anderer Journalist geschrieben und etwa 3 Monate später, es wurde dann eine verrückte Geschichte, der wurde dann tatsächlich freigelassen, war zwar noch verwahrt, aber wurde mit Fußfesseln freigelassen und hat sich dann trotz Fußfesseln an 4 weiteren Frauen vergangen. Und ich war dann so froh, dass ich nicht seine Stimme wurde und dass ich die Geschichte nicht geschrieben habe. Und es war, ich glaube, es war auch sehr fest das Bauchgefühl, das nicht zu machen. Sie haben es ja nun gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erklären, wie Sie diese Fälle eigentlich recherchieren. Wie gehen Sie vor? Mit was für Dokumenten arbeiten Sie? Mit was für Menschen sprechen Sie? Wie überprüfen Sie auch Informationen, die Sie bekommen? Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Fälle, sprechen Sie jetzt konkret von den Fällen im Buch oder generell? Gerne die Fälle im Buch, ja. Also im Buch, bei diesen Fällen, die im Buch vorkommen, das sind alles Fälle, da war ich am Gericht. Am Gericht erhalte ich als Journalistin die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Da ist aus der Optik der Anklägerin die Tat geschildert. Ich habe die vor Gericht auch sehr viele Aussagen, also da sagen die forensischen Psychiater aus, da sagen Zeugen aus, da spricht der Täter über seine Tat, wenn er denn das Wort ergreift, das ist auch nicht ganz immer der Fall. Daraus kann man sehr viel abholen, wenn der Täter selber spricht. Ich spreche manchmal mit den Angehörigen der Opfer, wenn das möglich ist, ich spreche mit den Anwälten. Jetzt gerade in Rupperswil, das war ein Fall, dort war der Täter sehr lange unklar, also die polizeilichen Ermittlungsarbeiten, die dauerten sehr lange an. Und da habe ich auch mit den Leuten vom Dorf gesprochen, mit dem Dorfpfarrer, da bin ich hingefahren. Also auch ein bisschen das Umfeld, was macht es mit einem Dorf, wenn so eine schreckliche Tat dort passiert. Und diese Notizen, die habe ich alle gesammelt, mit manchen Personen habe ich erneut Kontakt aufgenommen und dann habe ich die Geschichte neu geschrieben. Was ist Ihre Erfahrung? Welches Interesse haben die Menschen eigentlich, mit Ihnen zu sprechen als Journalistin? Sowohl Anwälte als auch Hinterbliebene, auch Täter in manchen Fällen vielleicht? Es ist, ich weiß nicht genau, worin das Interesse begründet liegt. Ich bin immer froh, wenn Anwälte mit uns Journalisten sprechen, weil oft gibt es dann auch Fachfragen. Und es ist ja auch ein bisschen ein Geben und Nehmen, das muss man schon sagen. Also wir berichten über ihre Arbeit und dann ist es besser, wenn die Zusammenarbeit auch ein bisschen funktioniert. Bei den Tätern und Opfern ist es eben ganz, oder Angehörigen der Opfer ist es ganz unterschiedlich, ob sie sprechen möchten oder nicht. Ich habe einmal eine Geschichte gemacht, da habe ich nur mit Opfern gearbeitet. Das ging so um eine Täter-Opfer-Ausgleichsgeschichte. Und dort, das waren 5 Opfer von Raubüberfällen, solchen Delikten. Und die haben alle gesagt, wir sind so froh, dass uns mal jemand zuhört. Also es ist zum Teil schon ein Bedürfnis da. Aber ich denke, das ist auch wieder von Mensch zu Mensch verschieden. Sie gehen vielleicht mit etwas anders um als ich. Sie sprechen, wollen vielleicht etwas loswerden oder ich möchte es für mich behalten. Ich glaube, das ist wie im normalen Leben, auch wenn keine Tat passiert, sehr individuell verschieden, ob das Bedürfnis da ist. Frau Brandt, Sie sprechen manchmal von einer morbiden Ader, die Sie selbst haben. Sie sind im schweizerischen Emmental aufgewachsen, neben einem Jäger, der blutige Rehkadaver aufhängte, neben einem Metzger. Kadaver war es noch nicht, das waren einfach tote, das ist überspitzt formuliert, das waren tote Rehe.
Okay, ich korrigiere mich, tote Rehe. Auf der anderen Seite gab es den Metzger, der die Schweine schlachtete. Und Ihr eigener Vater war Bestatter. Sie haben das Autofahren im Leichenwagen gelernt. Was haben Sie da in Ihrer Kindheit über den Tod gelernt und über das Leben? Ich habe das Leben schätzen gelernt. Ich denke, darum bin ich ein Mensch, der sehr, sehr, sehr stark im Moment lebt. Darum fühle ich mich auch so wohl in Afrika, wo alle Menschen nur im Moment leben und nicht vorausplanen, weil man einfach nicht weiß, was morgen sein wird. Und ich denke, dadurch, dass ich sehr, sehr früh schon als kleines Kind mit dem Tod konfrontiert war, und zwar oft konfrontiert war, dadurch habe ich schon früh gelernt, dass das Leben eben überhaupt nicht garantiert ist, dass jederzeit Menschen jeden Alters sterben. Und ich war damit konfrontiert, weil die Leute, die haben meinen Vater angerufen, wenn jemand gestorben ist, und ich wusste genau, was ich sagen musste, wenn ich am Telefon war, wenn diese Angehörigen angerufen hatten. Vielleicht habe ich darum auch nicht so Hemmschwellen, mit Menschen zu sprechen, die in Ausnahmesituationen sind. Und ich habe zum Beispiel auch meine Urgroßmutter im Sarg schmücken dürfen, da war ich 9 Jahre alt. Und ich denke, das ist wirklich ich bin dankbar dafür, dass ich diese Berührungsängste mit dem Tod nicht habe, denn ich denke, in unserer Gesellschaft wird der Tod so sehr tabuisiert. Wie sagt man tabuisiert? Es ist so ein großes Tabu geworden, dass sogar beim Altersheim oder beim Spital der Leichenwagen unterirdisch vorfahren muss, damit man ja nicht sieht, dass da jetzt jemand gestorben ist. Und ich finde, wenn man den Tod so fernhält von uns, dann wird er etwas Abstraktes. Und dann ist uns nicht bewusst, dass er vielleicht schon morgen an die Tür klopft. Ich hatte in einem Interview gelesen, was Sie gegeben haben, dass Sie in der dritten Klasse in einem Büchlein einer Klassenkameradin irgendwie mal geschrieben hätten, Sie wollten Detektivin und Schriftstellerin werden. Das ist ja relativ, haben Sie ja eigentlich fast geschafft. Also Schriftstellerin auf jeden Fall und Sie auch zur Hälfte Detektivin. Im Vorwort zu Wahre Verbrechen schreiben Sie, dass Sie mit 19 oder 20 das erste Mal in einem Gerichtsprozess saßen und dafür die Schule geschwänzt haben. Was hat Sie als Mädchen und als junge Frau schon so sehr daran fasziniert? Es waren zwei Geschichten, die mich gewissermaßen kriminalisiert haben. Also einerseits gab es in der Schweiz eine große Mordserie in den 80er Jahren. Da sind insgesamt 21 Kinder und Jugendliche verschwunden und getötet worden. 12 dieser Delikte sind bis heute nicht geklärt und 7 Kinder wurden nie gefunden. Das war die Inspiration für meinen neuesten Kriminalroman, für Bruder, der basiert ein Stück weit auf diesen wahren Kindermorden aus den 80er Jahren. Und damals war auch ich ein kleines Kind, ich war ein kleines Mädchen. Und ich erinnere mich zu gut, ich bin dann, wenn man beim Polizeiposten vorbeispazierte oder beim Supermarkt, da waren diese Vermisst-Plakate aufgehängt von diesen kleinen Kindern. Und das waren Fotos aus den Familienalben. Also die haben da in die Kamera gestrahlt, die Kinder. Und ich stand als 8-jähriges Mädchen vor diesen Plakaten und konnte mir schlicht nicht vorstellen, dass diese 8-9-jährigen Mädchen und Buben einfach wie vom Erdboden verschluckt sind. Und man nicht weiß, was mit ihnen geschehen ist. Und ich denke, dort ist mir das passiert, was heute vielleicht Real-Crime-Lesen passiert. Ich war einerseits erschrocken, schockiert, aber auch fasziniert, weil man sich das ist zu groß, um sich das vorzustellen. Und ich denke, da wurde so ein Grundstein gelegt. Und dann, als ich eben 19, 20 war, da gab es einen großen Mordfall im Kanton Bern. Der war in allen Medien, da wurden Bücher darüber geschrieben. Schon damals gab es True Crime Bücher. Und großes Debatte, ist der Ehemann schuldig, seine Frau umgebracht zu haben, oder ist er unschuldig? Und das hat mich dann so gepackt, dass ich eben Schule geschwänzt habe. Das kann ich jetzt hier gut zugeben, weil das ist ja längst verjährt. Und das war dann wirklich mein erster Mordprozess, in dem ich im Gerichtssaal saß und der mit einem Freispruch endete. Sie haben mal den sehr schönen Satz geschrieben, Strafe ist die Zähmung der Wut und der Rache. Was ist dann für Sie der Bericht über ein Verbrechen? Der Bericht ist das Zeugnis. Der Bericht bildet ab, was geschieht, was passiert ist. Es zeigt die Verbrechen unserer Zeit und wie die Justiz, die Gesellschaft damit umgeht. Ich empfinde mich immer, wenn ich im Gerichtssaal sitze, habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt die Ohren und Augen der Öffentlichkeit. Ich gehe hinein, ich höre zu, ich schaue, ich denke auch darüber nach und dann trage ich nach außen, was in den Gerichtssälen passiert und wie unsere Justiz funktioniert.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Die letzte Frage, Frau Brandt, Sie behandeln ganz große Themen in Ihrem Buch. Das hat der Stoff auch natürlich so an sich. Es geht um Leben und Tod, Liebe und Hass und so weiter. Eine große Frage zum Abschluss. Was haben Sie durch Ihre Arbeit über die Menschen gelernt? Der Mensch ist zu allem fähig. Also das ist wirklich, nach all diesen Gerichtsfällen kann ich sagen, da sitzen Menschen als Angeklagte vor Gericht, den man es nie geben würde im Voraus. Es wäre ja schön, wenn man dem Mörder ansehen könnte, dass er ein Mörder ist, denn dann würden viel, viel weniger Taten passieren. Aber ich denke, es gibt halt in allen Menschen eine dunkle Seite und wir sind zu viel mehr fähig, als wir uns das vorstellen. Und ich denke auch, der Grad, dass es kippen könnte, das zeigt ja gerade die heutige Zeit, dass man plötzlich radikaler wird. Dieser Grad, der ist sehr schmal. Frau Brandt, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen im Namen von Stern und Penguin Random House. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, die hier zugeschaut haben, entweder hier auf der Messe oder zu Hause im Livestream. Wer das Buch von Frau Brandt kaufen möchte, da vorne gibt es signierte Exemplare. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen, vielen Dank.